Okay. Also, wir haben hier 1,3 Kilo Gulasch gemischt, 4 Zwiebeln, 4 Paprika, vielleicht 300 Gramm Tomaten, 4 große Möhren, 5 Kartoffeln, Gulaschcreme scharf, gibt es bei Kaufland, Paprikacreme mild, Alba-Öl, Tomatenmark, Knoblauch. So, als erstes brate ich jetzt das Fleisch an und die Zwiebeln und dann kommt eins nach dem anderen einfach dazu. Und Rotwein, wir haben Rotwein vergessen, Rotwein fehlt noch. Ein großes Stück Alba-Öl. Kann erstmal heiß werden. Das Fleisch mache ich in zwei Tranchen, damit es ein bisschen angebraten wird. Ganz einfach. Sonst wird das zu viel. Jetzt die Zwiebeln andünsten. Rösten. Sorry, passiert. Ich bin halt auch nicht mehr so. Tomatenmark, halbe Tube. So, jetzt machen wir noch 3 Tage davon. Und nicht, dass er denkt, das Fett, das wandert einfach in den See. Nee. Das wird ausgewischt, bis es sauber ist und geht dann in den Müll. Weil sonst, wenn ich hier abwasche und das Öl geht in den See, muss nicht sein. Wir wollen doch nicht. Wir wollen auch ein bisschen an die Umwelt denken. Jetzt blank.
So. Jetzt kommt dazu Gulaschcreme. Scharf. Gibt es auch in Milch. Aber wir mögen scharf. Das ist eine halbe Kugel ungefähr. Nicht ganz so viel. Wenn man zu viel davon macht, kommt man rot drin. Ich jedenfalls. Paprikacreme. Milch. Gibt es auch scharf. Aber zu scharf ist dann auch nicht so. Noch eine halbe Tube. Jetzt kommt schon der Rotwein. Kann ich mir noch kosten. Trockener Rotwein. Muss nicht der billigste sein, aber auch nicht der teuerste. Das ist nicht nötig. Es wird aufgefüllt, sodass die Kartoffeln nachher noch reinpassen. Wie viel ist jetzt eine Flasche weg? Vielleicht zeigst du mir mal die große Flasche. Das ist eine Literflasche und vielleicht einen halben Liter habe ich jetzt drin. Aber da werde ich bestimmt nachher noch mal was nachkippen. Was duftet das Fleisch? So, jetzt schneide ich die Kartoffeln noch. Und da es unsere eigenen Kartoffeln sind und die unbehandelt sind, also das heißt komplett ohne Dünger, ohne Chemie, ohne Unkraut, Ex, was auch immer, was da drauf kommt, mache ich die mit Schale. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Arbeitszeit. Gedreht werden. Das quackert jetzt so 2-3 Stunden. Kartoffeln mache ich jetzt noch mit rein, wenn sie fertig sind. Oh, jetzt fülle ich das Ganze noch mal mit ein bisschen Rotwein auf. Ich jetzt vielleicht 0,7, 0,8, keine Ahnung, ungefähr habe ich jetzt drin. Ich kann das jetzt erstmal kochen, eine Stunde, und dann schmecke ich ab und dann kann es noch mal eine Stunde kochen, vielleicht auch zwei, mal gucken, wie Fleisch, wie das Fleisch weich wird. Der Hunger halt kann am Nachmittag herkommen. Es ist genug da. Salt Bay.